Heute zeige ich euch mal, wie man einen Wäschetrockner repariert. Wie das halt so ist, 6 Jahre altes Modell. Er läuft eine Zeit lang ganz gut und dann irgendwann funktioniert es gar nicht mehr. Kommt meine Frau und sagt, das Teil macht nichts mehr trocken. Und dann ist es ein ziemlicher Punk, diesen ganzen Schrott hier abzuschrauben. Ihr seht hier unten ist der Motor in so einer Ecke hinter der Seitenverkleidung. Die kriegt man natürlich nicht ab, ohne vorher den Deckel abzuschrauben. Da sind 3 Schrauben auf der Rückseite. Dann denkst du, kannst die Seitenwand abschrauben. Geht nicht. Nein, man muss auf der Vorderseite die ganzen Bedienelemente und die Frontseite mit der Tür alles nacheinander abschrauben, damit man hier unten die Abdeckung abschrauben kann und dann diese in der Mitte. Und hier sind auch noch 2 Schrauben dran. Das ist echt mega beschissen, wenn man es hier wieder zusammenbaut. Auf jeden Fall die vorderen Schrauben weglassen, damit man die Seitenwand hinterher einfach so rausnehmen kann. Nach dem Öffnen stellt man fest, dass alles voll mit Flusen ist. Die macht man natürlich raus. Und dann sieht man, dass einer von den Riemen vielleicht nicht richtig drauf ist. Und dann guckt man sich an, warum. Und stellt fest, dass so ein Lager kaputt ist. Das hört man meistens auch schon vorher, dass das Ding ein bisschen Geräusche macht. Hier ist es so, hier hängen noch die Reste von dem Kugellager dran. Das hat sich komplett aufgelöst. Das ist so eine Riemenscheibe hier. Da kommt von unten Riemen vom Motor. Und der nimmt dann nach oben den Riemen von der Trommel mit. Ich habe den hier schon mal abgemacht. Der Trick ist, dass diese Kugellager hier halt hin sind. Die laufen irgendwann heiß und dann irgendwann ist das vorbei. Hier auf der Achse, wo die drauf waren, sieht man noch die Gegenden, wo die hier drin waren. Hier der helle Bereich, da war ein Kugellager drauf, da hinten das andere. Die sind jetzt schon ab. Und wie gesagt, ist der Rest davon, da liegt auch noch eine einzelne Kugel. Den anderen Scheiß habe ich schon weggeschmissen. Wenn man sich das jetzt anschaut und denkt, okay, ja Mist, Riemenscheibe, Motor, Dingsbums, gibt es Ersatzteile, guckt man in die Ersatzteilliste, findet man natürlich nicht. Was gibt es? Es gibt diesen Motorblock mit der Riemenscheibe und dem Lager und allem, kostet zusammen dann 170 Euro. Für so einen alten Wäschetrockner ist das ein bisschen übertrieben. Also macht es immer mal Sinn, sowas auseinanderzubauen, weil jede Waschmaschinenfirma auch irgendwie mit Standardbauteilen baut. Und siehe da, diese Kugellager, ihr seht, ich habe die neuen schon reingemacht. Gibt es im Internet für 1 Euro das Stück oder sowas bei Amazon. War innerhalb von einem Tag da, viel schneller als der Motor gekommen wäre. Und sind halt Standardbauteile. Das ist hier die Größe 22 mal 8 mal 7. Die Achse ist 8, Außendurchmesser 22 und 7 mm tief. 2 Stück davon, das sind die gleichen, die man in Inliner oder Skateboards reinbaut. Kann man vorsichtig rauskloppen. Die Reste, die Lagerschale, die geht manchmal ein bisschen schwer raus. Mit einem Schraubenzieher und einem Hammer vorsichtig, dass es nicht verkantet. Langsam, langsam, Stück für Stück. Ganz vorsichtig rausmachen, das Ding auch nicht seitwärts einspannen, sonst geht es auch kaputt. Und die neuen dann einpressen. Das ging hier mit der Hand, also ich musste nur mit dem Daumen drauf drücken, um das reinzukriegen. Wenn es schwer geht, muss man vielleicht die Lagerfläche sauber machen. Und dann kann man hoffentlich das ganze Teil hier auf die Achse draufstecken. Das wäre jetzt natürlich gut, wenn das auch funktionieren würde. Geht ein bisschen schwer. Jetzt steckt nur das Lager drauf. Das ist natürlich lustig. Für den Fall, dass das schwer geht, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ein bisschen Sandpapier und Silikonspray mitgebracht. Mit dem Sandpapier machen wir irgendwie verkrustete Reste von der Welle runter. Und mit dem Silikonspray machen wir es dann gängig, damit wir das drüber gewirkt kriegen. Im schlimmsten Falle, wenn es nicht geht, kann man es warm machen, aber ich glaube, es geht so. So, wenn man dann soweit das sauber gemacht und gefettet hat, kann man das Ding draufschieben. Wenn es immer noch ein bisschen schwer geht, kann man vorsichtig an der Mitte des Lagers ein bisschen schubsen. Aber da muss man echt vorsichtig sein, sonst läuft das hinterher nicht mehr rund. Kann das natürlich ausprobieren, ob es läuft oder nicht, indem man den Riemen dann nochmal runter macht. Vernünftiges Kugellager sollte wenigstens. Ja, ihr kennt das wie Inliner-Rollen, sollte sich vernünftig drehen. Das hier hakt jetzt ein bisschen. Wahrscheinlich, weil der Riemen unten noch dran schleift, ist jetzt aber egal. Ist auf jeden Fall gut genug. Das Ding kommt im 10er-Pack, wenn es wieder heiß läuft und kaputt geht, kann man den nächsten drauf machen. Aber wenn das wieder 6 Jahre hält wie das vorherige, habe ich erstmal keinen Stress mehr damit. Man muss vorne natürlich den Sicherungssplint wieder drauf machen. Das ist hier so ein Ring, Sprengring. Braucht man so eine Sprengringzange. Die hat vorne 2 so Spitzen, die tut man da in die Löcher, kann man den auf und zu machen, also aufmachen, vorsichtig draufsetzen und Schrauben hier reindrücken.
Hier ist ein Riemenspanner, den muss man natürlich auch unten wieder einhaken, sonst geht es nicht. Und dann ein bisschen von Hand spannen. Ja, ob ich das jetzt mit dem Telefon in der Hand mitbekomme, das weiß ich natürlich nicht. Jawohl. So, jetzt der Riemen drauf und der soll möglichst dicht laufen. Hier, damit nicht der äußere Teil des Flansches so sehr belastet wird, sondern mehr der innere. Dann sieht man auch, dass der hier hoffentlich wieder nach Hause läuft. Mal gucken wir mal. Blöd, das ganze Zeug hier drin. So, noch ein bisschen drehen, bis der Kack wieder läuft. Und dann ist es hoffentlich gut. Und alles wieder zusammenbauen. Soweit.